Moin moin und willkommen zurück, wieder in der schwarzen Zitadelle bei unseren netten Figürchen und diesmal auch wieder mit einem Mauszeiger. Den habe ich letztes Mal vergessen wieder anzuklicken, weil ich davor noch Zelda gespielt hatte. Aber ich muss mich gerade mal drehen, weil ich am Rauswitchen war. So, jetzt werden wir uns erstmal wieder zurückbegeben, da geht's lang, um weiter zu questen und so weiter. Den Rest der Zitadelle erforschen wir dann das nächste Mal, wenn es uns hier hintreibt. Wir wollen ja nicht nur in der Zitadelle rumlaufen, wir wollen auch ein bisschen was sehen von der Welt. Würde ich mal behaupten. Was ich auch noch gerade gehört habe beim Gucken, ob meine Aufnahme auch funktioniert hat, ich habe mir eine neue Tastatur gekauft und die ist so laut, dass man sie leider hört. Also das tut mir leid, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie an meinem Mikrofon noch was einstellen kann. Aber es ist natürlich ein bisschen ätzend, das ist so ein Razer-Ding mit mechanischen Tasten und die sind unglaublich laut. Man muss halt Opfer bringen dafür, dass man mechanische Tasten hat, aber ansonsten ein geiles Gerät. Naja, da muss ich mir echt noch was überlegen, dass man das nicht so doll in den Videos hört. Aber jetzt müssen wir erstmal den heutigen Abend damit leben. Mal sehen, wie viel Parts ich schaffe. Und widmen uns jetzt mal ein bisschen... Irgendwie habe ich das Gefühl, die Musik ist weg. Ah, da ist sie. den nächsten Story-Dingen. Mit dir habe ich, glaube ich, schon mal geredet, ne? Oder? Reden wir nochmal mit dir. Es gibt eine Menge Höfe und Dörfer auf dem Diessa-Plateau, die für ihre Legionen wichtig sind. Das Problem ist, dass wir dauernd von Separatisten und Geistern überfallen werden. Unsere Soldaten geben ihr Äußerstes, um diese Gegner in Schach zu halten. Aber das ist ein endloser Kampf. Sie wären euch für jegliche Hilfe dankbar. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie nicht auf der richtigen Map. Tatsächlich wird da rausgemusst. Ich bin im falschen Ausgang rausgelaufen. Hör hier zurück. War hier sicher. Siehst du hier so ein Herzchen mit Level 6, F15? Ist so, oh, nee, nee. das dauert noch, bis wir da ankommen. Sagen wir mal in 6 Stunden irgendwann. Also, wir sind noch ein paar Parts, bis wir dann hier hin müssen. Mal sehen, wie lange ich das auch spiele. Gehen wir lieber zurück. Also, das, je. Das ist nix. Na komm, gib alles. Ich will daddeln. Kein Adel. Ja, also. Pöbel! Mögen die Sechs euch behüten. Mögen die Sechs euch behüten. Ja, ich war schneller als du. Okay, nachdem der Pöbel uns angequatscht hat, bewegen wir uns mal durch den anderen. Warum zeigt das denn auch dann dahin? Ja? Voll am Verarschen hier die Anzeige. Geht ja mal gar nicht. Ich habe einen Bug gefunden. Anzeige ist nicht immer richtig. Man darf sich nicht auf sie verlassen. Oh, was haben wir hier? Ein Belüftungsrädchen. Okay, unser Char hüpft mal weiter auf allen Vieren. Jetzt zum richtigen Ausgang. Was ist das eigentlich für eine Anzeige? Die Initiative. Aha. Muss ich mal umgewöhnen. Was ist das? Das ist einfach heilen, ne? Entschwindet, indem ihr euch tarnt und regeneriert euch. Entfernt Brennen, Gift und Bluten. Oh, wie nett. Jawohl. So. So, das ist noch einer. Der sieht auch schon wieder so übel aus, aber er ist erst Level 13. Noch gar nicht noch. Wie voll ist unser Inventar? Ist noch Platz. Vision noch. Was ist das? Ist das... Aha, aha. Noch ist es nicht Zeit, verkaufen zu gehen. So, gib alles. Also wir können auch, also nicht, dass ihr euch wundert, warum ich so ewig am Laufen bin. Wir können auch über diese Punkte hier, diese Teleportsteine uns teleportieren, was ich glaube innerhalb der City sogar umsonst ist und man echt jetzt hätte eigentlich machen können. Mal gucken. Tatsächlich, das kostet gar nichts. Egal. Draußen kostet es dann aber ein bisschen Kapital. Am Anfang ist man noch so super arm, da würde ich es noch vermeiden. Ah, da ist, aha, das Tor. Obwohl wir vorhin durch das Tor reingekommen sind, zählte das noch nicht. Ja, wie gesagt, am Anfang würde ich es vermeiden, später ist das egal, also Peanuts, aber am Anfang geht das doch noch ganz gut ins Geld, ne? So, schauen wir mal, was uns auf der Map jetzt so an Herzchen erwartet. Wir sind ein paar Level höher, oder? Ne, wir sind immer noch 3, aber fast 4. Jetzt schauen wir mal, was es hier so zu tun gibt. Hier ist noch was, das ist ab Level 3. Machen wir das doch mal, was ist denn das? Helft Scar Streifenklaue dabei, den Schrottplatz zu organisieren. Wollen wir doch Scar irgendwas, Streifenklaue mal helfen, seinen Schrottplatz aufzuräumen. Wenn er das nicht alleine gebacken kriegt, ne? Ordnung muss sein, auch hier auf dem Schrottplatz. Welche Mission hat hier? Triumph oder Tod? Tod.
Welchen Gott habt ihr? Heieiei, wir müssen dringend an ihren Gesangskünsten arbeiten. Okay, das scheint der Schrottplatz zu sein. Nichts wie hinter. Also hier außerhalb der City läuft das Spiel mit mindestens 25 Frames auch bei Aufnahme. Insofern werde ich die Grafik mal nicht runterstellen. Wir müssen einfach, wenn wir in der... Wow! Wenn wir in der Zitadelle sind, halt darauf verzichten, dass das so komplett flüssig läuft. Das kann ich gerade noch aushalten. So, ich heim mal hier gerade diese arme Gestalt. Oh, sieht doch echt leidend aus. Zang! Willkommen zurück. Ich hab Scar Dingsbums gehört. Ah, was haust du mich hier? Was bist du denn für einer? Verschämer du! Hauen! Mal die drei, zack! Der nächster, gleich den nächsten. Wie wir sehen, sind wir gerade in irgendein Wow-Event hineingelaufen. Nächster. Hervorragend. Wir gerade sechsten. Mal kurz heilen. Oh, läuft doch. Nächster. Da, uiuiui. Das sind aber viele. Da will ich nicht alleine vorpreschen. Das ist nicht gut. Ohne Maus. Alle umbringen. Den auch noch. Zack. Was sollen wir eigentlich machen? Beschützt die Waffenkammer. Alles klar. Da kommen sie. Nein. Noch 40 Sekunden. Da ist der nächste Mob am Laufen. Ich stürm nicht vor. Ja, vielleicht doch. Rauf da! Alle umseuchen. Soll Gott sie aussortieren. Geld. Niemand klaut unser Eigentum. Aber das ist auch eine der schönen Sachen halt jetzt hier an den Events. Man ist nie alleine. Also selten. Das ist eigentlich dann immer, da rotten sich dann die Spieler zusammen, auch wenn man mal gerade so am Vorbeilaufen ist und sieht, ach, da ist gerade was, komm. Cool, es geht kurz hin. Und so kommt man aber auch kaum voran. Also man erwischt sich echt dabei dann, ich wollte eigentlich nur ans andere Ende der Karte laufen. Zack, 2 Stunden vergangen, weil man bei jedem Event wieder angehalten hat, um da mitzumischen. Ist irgendwie schon lustig. Zack. Sollten wir eigentlich den Schrottplatz aufräumen und wie wir sehen, müssen wir ihn erstmal verteidigen, weil hier gerade voll die Action ist. So. Jetzt haben wir auch einen Stufenaufstieg. Zack. Wunderbar. Gibt's hier noch irgendwas zum Looten? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Wo kommt die denn her? Haul ab hier! Wir wollen fliehen. Wir müssen irgendwen überwältigen. Oder machen wir doch mal mit, wenn die da alle lang gehen. Oh, laufen oder auch mit. Wieso nicht? Ich muss gerade mal gucken, ob ich mein Weckerchen gestellt habe. Jo, habe ich. Boah, nehmt mich mit. Die wollen jetzt wahrscheinlich zurück zu ihrem... Ja, das schaffst du schon. Das ist halt auch das Schöne an diesen Events. Die erzählen halt meistens auch Geschichtchen. Das heißt, jetzt haben wir gerade den Schrottplatz beschützt. Und jetzt gehen wir zurück an da, wo die herkommen und verprügeln die mal ordentlich. Also in die Höhle, aus der sie... auf uns losstürmten und jetzt wird mal ordentlich hier mal ordentlich drauf geseicht. Eieiei, was ein heilloses Durcheinander. Da hinten ist auch ein Elite-Typ. Den wollen wir doch mal hier gleich mal um. Das Event war erfolgreich, aber wir haben nur eine Bronzemedaille bekommen. Schade. Wir waren nicht so doll dran beteiligt angeblich. Na egal. So, jetzt, wen sollen wir begleiten? Da ist irgendjemand, den wir begleiten können, aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt wollen wir erstmal hier den Schrottplatz aufräumen. Deswegen sind wir eigentlich hier gelaufen.
Oh, ich habe eine E-Mail bekommen. Post. Danke für die Hilfe. Ich wollte euch nur rasch für eure Hilfe auf dem Schrottplatz danken. Wenn man ständig mit Geistern bla bla bla... Ach, das hat gezählt als... Wir haben was Tolles gemacht. Obwohl wir gar nicht hier rumgerödelt haben. Egal. Oh, hab ich gern gemacht, ne? Wo bist du eigentlich? Wow, 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 was ist hier los? Da ist er. Hast du irgendwas Schönes? Wollt ihr helfen? Grüß euch! Müllhaufen? Zum Durchstöbern des Schrotts doppelklicken? Was zur Hölle? Ausrüstung der Eisenlegion. Aha. Habe ich eigentlich... Bis zum nächsten Mal. Muss mal gerade gucken. Ich habe mir ja so wunderbar online diese Pre-Order Super Edition geholt. Und dann kriegt man so ein Heldenband. Dieses Heldenband scheint aber an einen Charakter gebunden zu sein. Ja, er hat dieses Heldenband. Ich meine, ein anderer Charakter hat so ein Heldenband. Ich dachte, ich könnte das ihm auch geben. Aber nee, jetzt zählt wohl nur für den ersten Char. Char. Das war ein lustiger Wort jetzt. Alles klar. Gut. Kann man sein Mützchen da weghäkeln? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich muss mal gucken. Das sah gerade aus. Hier ist so ein Häkchen. Ah, ist mein Kopf frei. Ich mag lieber ohne Mütze. Okay. Wir sind jetzt Level 4. Was gibt's denn hier noch so zu tun in der Umgebung? Hier ist da was ab Level 4 und ein Wegpunkt. Machen wir doch das mal. Holen wir mal den Wegpunkt und dann gucken wir, was es da für eine lustige Aufgabe gibt. Ich will auch so einen Wolf haben. Sieht schon ein bisschen awesome aus. Ist das das Ding, was die Deluxe Edition irgendwas Leute gekriegt haben? Dieser... Keine Ahnung. Sowas habe ich nicht. Sowas Cooles. War mir dann doch zu teuer. Das dürfte reichen. Die begleiten da irgendeinen Techniker auf irgendeinem Weg. Ich will den Techniker auch auf seinem Weg begleiten. Was schreit ihr denn hier rum? Hört ihr das? Da kommt Ärger. Da wollen wir doch gerne mal helfen. Was ist denn das hier für ein Pulk an Leuten? Wow, 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 wow. Da kommt Ärger. Schön, dass du den scheiß Mörser ins Nichts geseicht hast. Trottel. Jetzt gibt's Ärger. Was, was, was? Aufzeichen. Zack, den haben wir weggemacht. Und hat einen Dolch fallen lassen. Den gucken wir uns gleich an, wenn dieses tolle Event hier rum ist. Ist er. Ach. Ah, wer blockt denn hier? Kämpferin. Nächste, zack. Nächster, zack. Die drei. Oh, man merkt, ich bin nicht so der MMO-Man. Ich hab... Wow, 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 zurück. Ah, scheiße. So, jetzt kann ich das mal demonstrieren. Das war natürlich ein gewollter Tod. Wir können jetzt trotzdem noch auf einen draufhauen. Hier. Und wenn wir überleben, kriegen wir die Möglichkeit... uns nochmal zu heilen und wieder in den Kampf einzusteigen. Oh, 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 oh. Man kann auch ausweichen. Ich zeig das mal gerade hier. Zack, zack. Oh, nicht genug Ausweichenergie hier. Da, ja, also hat man genug Energie, kann man ausweichen. Oh, au, au, au. Ah, das ist gar nicht unser. Ich dachte, das wäre unser. Ist es aber nicht. So. Ja, es ist auch möglich auszuweichen, wie gesagt. Ich bin da noch nicht so firm drin, wie und wann und überhaupt. Und aber kommt mit der Zeit, ne? Oh, wieder mal. Ich muss mich erstmal wieder an MMOs gewöhnen. Au, ich bin schon wieder verrecken. Wie 6. Heilen, heilen, heilen. 6. So. Kann ich aus dem Hinterhalt angreifen? Bats, ja klar. Umnatzen, so. Da sind ja noch mehr. Eieiei. Ah, wir sind auch schon gar nicht mehr bei begleitet irgendwen, sondern tötet alle Quests irgendwas. Oh, kein Problem. Immer. Und ich vermehr die Gegner.
Unverwundbar. Ah, die sind noch gar nicht richtig gespawnt quasi. So, jetzt aber hier. Immer draufhauen. Versuch mal einen zu klauen. Beklauen. Da, jetzt haben wir geklaut. Zack, zack. Können wir irgendwo was loopen? Das ist verschwunden. Es ist ja Hochkonzentration hier notwendig. Quatschen und hier Leute umbringen ist nicht so einfach. Zack. Aber ich habe auch, also so einen großen Pulk an Leuten habe ich auch noch nicht gesehen. Wahnsinn. Hier ist ja, alle hauen sie ein. Zack, umbringen. Alle umbringen. Ach, da ist noch mehr. Los, rauf da, rauf da. Ist das hier geblockt? Mal F1. Was haut mich denn hier? Ein Wurm. Ein Bandwurm. Ein Fuchsbandwurm. Oh. Das Event ist vorüber und wir haben eine Goldmedaille bekommen. Okay, auch nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber schön. Ah, hier ist ein, wie wir hier sehen, ist ein unentdeckter Ausblick. Und ich habe eine Ahnung. Dieses Rohr sieht doch sehr verdächtig. Ja, da ist es auch schon. Den holen wir uns jetzt erstmal noch. Suche Anschluss. Läuft ja wieder super stabil hier heute. Ist das Ironie? Also bei mir läuft's gut. Ich muss sagen, ich hatte Serverprobleme eigentlich nur am diesem Pre-Access-Day, da diese 3 Tage vorspielen und dann auch erst gegen mittags, da ging das dann irgendwann nicht mehr, da war dann irgendwie, aber auch nur in Europa, aber da war dann echt tot. Und dann, als das das Spiel dann offiziell released wurde, wollte ich ja eigentlich in Let's Play weitermachen, aber der Login-Server war komplett im Arsch, also ging das dann auch nicht. Aber sonst, soweit. Man läuft jetzt auch nicht mehr nur noch in den Überlauf, sonst landet man eigentlich nach jeder Quest landete man irgendwie wieder im Überlauf, wenn man so eine Story-Quest gemacht hat. Aber selbst das hat sich... Wir sind jetzt auch nicht im Überlauf, also das läuft. Läuft eigentlich... Also ich bin zufrieden. Grafik ist, wie man ja hier sieht, pretty fucking awesome. Warum mache ich das eigentlich, wenn wir da vorne sowieso einen Aussichtspunkt haben? Ne? Voll behindert. Hier, schauen wir doch einfach die Grafik mal an. Können wir was trinken. Wer viel redet, muss viel trinken. So. Schi. Auf jeden Fall bis... heute das hübscheste MMO, was ich jemals gespielt habe. Aber man merkt es halt auch an der Prozessorleistung, PC-Leistung, Leistung insgesamt. Jetzt haben wir hier ein Herzchen. Das Herzchen sagt, Sturm, Batschklatsch, Barschklatsch, dabei helfen, den Faritassee zu sichern. Und dann machen wir doch mal. Kommen wir hier irgendwie runter, ohne uns die Beine zu brechen. Mal gucken. Ah, ja, das will. Oh, geht noch. Oh, wie süß. Das ist einfach nur niedlich hier. Fällt da gleich irgendwen an. Oh, scheiße. Dran vorbeigelaufen. Vor lauter Cuteheit hier. Da ist er doch. Junge, ich muss mal mit dir quatschen hier. Lasst mich raten. Tod oder Ruhm, das ist das Motto meines Trupps. Es ist unsere Aufgabe, den Feritassee zu beschützen. Und das werden wir auch. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Ich habe gerade nichts zu tun, da wollt ihr Hilfe? Oh, es gibt hier so viel zu tun. Zum einen müssen wir die Augen nach den Flammenlegungen offen halten. Außerdem habe ich gehört, dass die Fischer neuerdings Probleme mit Lindwürmern haben. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Was mit der Flammenlegion? Sie tauchen hier regelmäßig auf und verschmutzen den See. Ihr habt noch nie so viele Teerelementare auf einem Haufen gesehen. Sie sind eine Bedrohung. Sagtet ihr Lindwürmer? Lindwürmer verheddern sich in den Fischerkäfigen und beschädigen sie. Aber von ganz oben heißt es, dass wir den Fischnachschub am Laufen halten müssen. Also unternehmt etwas. Ich werde sehen, was ich machen kann. Jawohl, werden wir das mal tun. Ich habe das Gefühl, wir haben noch 2 Sekunden, bis es klingelt hier. Ups, so. Minütchen haben wir noch. Also ich würde sagen, ja, lohnt sich nicht. Ja, wir fangen mal an. Wir haben jetzt noch ein Teer-Elementar, wenn ich sowas finde. Oder so ein Lindwurm oder sonst irgendwas. Aber Wasser sieht ja wohl auch hübsch aus, ne? Muss man ja mal, oder da ist das Kackerohr und da laufen die aus der Stadt die Exkremente hier schön rein. Herrlich. Was ist denn hier? Hier ist ein Teerbecken. Teerbecken? Was kann ich denn säubern? Oh ja, schön. Weg ist das Teerbecken.
Also gut, ich verabschiede mich dann für den Part hier von diesem schönen See, gefüllt mit Teerbecken und Kacke aus dem Kackerohr. Und wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, gleich beim nächsten Part. Bis dann, euer Blaufuchs.